Nein, kenne ich nicht. Ja, der blaue Engel, ja. Ja. Aha, klar. Auf dem Toilettenpapier ist das drauf, ins Umweltschutz. Und ich habe es auch schon auf der Fähre gesehen. Mhm. Auf der Norderney-Fähre. Ja. Steht's drauf? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das ist ja meistens auf Schulmaterialien oder sowas. Daher kenne ich das zumindest von diesen Pappmappen. Ja, der blaue Engel. Genau. Ich habe es aber lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Der Blaue Engel feiert 40 Jahre Jubiläum. In diesem Rahmen fand am 25. Oktober im City Shop in Münster ein Aktionstag statt. Die Zuständige dafür ist Beate Böckenhold, Umweltberaterin der Stadt Münster. Der Blaue Engel zeichnet Produkte aus, die nachhaltiger sind als vergleichbare Produkte. Und die Aufgabe der Umweltberatung ist, in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu informieren, damit Verbraucherinnen und Verbraucher ihr Verhalten dann in der Folge umstellen und andere Kaufentscheidungen treffen. Finde ich sehr gut. Tendenziell finde ich das ganze Thema ist sehr wichtig. Ja, also ich befürworte das auf jeden Fall. Ich finde eh, dass Umweltschutz generell eine marginale Rolle spielt, so in der Bundespolitik. Deswegen finde ich das sehr gut. Ich befürworte das. Ich weiß nur jetzt gerade auch noch nicht ganz genau, was das alles umfasst, dieses Umweltzeichen. Ja, ist natürlich prinzipiell eine gute Sache, gerade wenn man generell über Plastikmüll und sowas nachdenkt. Also wie gesagt, ich kenne das nur von diesen Pappmappen und die finde ich persönlich eine gute Alternative für diese Plastikmappen. Finde ich sehr, sehr gut. Dass es das erst 40 Jahre gibt, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gehofft, dass es das schon länger gibt. Ich wünsche viel Spaß und Erfolg für die nächsten 40 Jahre. Finde sehr gut, was sie machen und hoffe, dass sie noch größer werden, weil man immer noch viel sieht, was eben nicht mit diesem blauen Engel ist. Ich finde auch, dass es mittlerweile so viele Labels gibt, dass man wahrscheinlich eins der ältesten ist, an denen man vielleicht vertrauen kann, aber mittlerweile gibt es so viele andere, dass es schwer ist, zu sagen, was jetzt genau der blaue Engel so bedeutet noch. Das Ziel ist ja, noch mehr Verbraucherinnen und Verbraucher auf den blauen Engel aufmerksam zu machen. Und da trägt diese Kampagne zum 40-jährigen Jubiläum auf jeden Fall zu bei. Es gibt 12.000 Produkte, die mit dem Siegel ausgezeichnet wurden. Nicht nur Papierprodukte machen den blauen Engel aus, sondern unter anderem auch Reinigungsmittel, Möbel und Elektrogeräte. Laut Beate Böckenhold ist Münster auf einem guten Weg, eine umweltfreundliche Stadt zu sein. Allerdings muss noch eine Menge getan werden, um die Klimaziele zu erreichen.